Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter in eine neue Runde und wir haben im letzten Part ja die Gerudo Trainingsarena erstmal so halbwegs beendet, haben erstmal alle Räume geklärt. Uns fehlen da jetzt noch ein paar Schlüssel, dass wir uns die letzten Schatzkisten holen können. Eine wichtige ist auf jeden Fall noch drin, das sollten wir nicht vergessen. Und außerdem hatten wir jetzt vor, also ich hatte persönlich vor, jetzt in den Schattentempel mal reinzugehen und uns da das erste Item erstmal zu holen. Einfach mal sneak peeken, ne, was wir da so holen können. Genau, dafür werden wir erstmal kurz die Nocturne des Schattens spielen. Links, rechts, rechts, links, rechts, runter. Genau, wir gehen mal kurz in den Schattentempel. Theoretisch sollte es da zwei, drei Schätzchen zu holen geben. Die Items dafür sollten wir haben. Ich hoffe es zumindest. So, erstmal hier schön Dins Feuerinferno spammen. Theoretisch könnte man jetzt hier auch als Kind rein, aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Das ergibt für mich aktuell keinen Sinn. Wir gucken einfach mal, ob es vielleicht ein Item gibt, was uns irgendwie weiterbringt. Ihr hattet geschrieben, ich soll mal ein bisschen öfter in die Dungeon reingehen, ne? Vielleicht gibt es da ja doch die ein oder andere Truhe, die uns jetzt einfach auf der Stelle weiterbringt. Aber voll krass Metroid Prime hier. So, warum bin ich eigentlich so angeschlagen? Ja gut, ich war in der Dings drin, ne? So, es gibt einen Schädel, der real ist. Und da müssen wir den Schnabel hindrehen. Und zwar hier. So. Ja gut, da geht da drüben das Tor auf, aber das bringt mir ja sowieso nichts. Weiß gar nicht, bleibt das gespeichert? Ich hoffe einfach mal. So, wir haben hier sogar einen Schlüssel. Also selbst wenn wir jetzt hier irgendwo einen Schlüssel bräuchten, könnte man das vielleicht noch machen. Die Musik passt eigentlich ganz gut, finde ich. So, hier gibt es doch bestimmt einen Zombie oder so. Hallo, mein Freund. So, dann haben wir hier noch ein paar Fledermäuse. Sind die unsichtbar? Nope. Hallo? Wo ist der andere Flappy? Da ist er. So, wie aus dem Bilderbuch. Perfekt. So müsste das auch mal bei Ultimate Try laufen. Ein anderes Projekt. Schaut da auch gerne mal vorbei. Sehr gutes Projekt. Macht sehr viel Spaß. Geil. Da freut man sich doch. Vielleicht soll ich solche kleinen Kisten gar nicht mehr aufmachen. Aber es kann ja doch Geld drin sein, ne? Das brauche ich vielleicht. Aber Minusrubine sind halt... ja, negativ. Juhu. Hilfe. Dann kommt doch jetzt hier... ja, hier kommt jetzt auch schon der Bossfight. Also Bossfight, sei mal so dahingestellt, aber es kommt der erste Kampf. Der Mittelboss. Was? War komplett daneben gehauen. Schon wieder. Okay, egal. Bim, 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 bim. Das Herz nehme ich mir mal kurz mit. Ja, das hat ja toll geklappt. Ja, ich finde diesen Boss sowieso ganz merkwürdig. Diesen Mini-Boss. Kann man sich theoretisch auch sparen. Also eigentlich ist er so easy. Er ist halt langwierig einfach. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Hinter die Birne hauen. Und das ist auch wieder nur eine normale Kiste, leider. Schade. Ja, da haben wir ja mehr Verlust gemacht als Gewinn in diesem Tempel bis jetzt. Ja, dann kommen wir auch gar nicht weiter. Das war es auch schon hier. Dann können wir uns eigentlich direkt weiter porten. Ich hätte gesagt... Todesberg. Also eigentlich gehe ich jetzt gleich wieder raus auf den Friedhof
und geht bei Kakariko zu den Goronen und wir gehen in den Feuertempel rein, Leute. Das ist mein Guess. Und das ist auch schon alles. Let's go. Das tun wir jetzt. Falls ihr andere Ideen habt, was wir noch so machen können, dann schreibt das auch gerne immer mal in die Kommentare rein. Hier waren wir jetzt auch komplett fertig, ne? Da hatten wir alles gekauft, glaube ich. Genau, der hat gar nichts mehr für uns. Aber allein wegen der Musik kann man da mal kurz reingehen. Auf jeden Fall. Kakariko an sich, weiß ich gar nicht, ist glaube ich auch abgeschlossen. Wir hatten auch in Kakariko alle Skultis, richtig? Jo. Das heißt, da muss ich auch jetzt keine Rücksicht mehr für nehmen in den Brunnen. Im Brunnen fehlt uns ein Schlüssel, richtig? Ich glaube ja. Ich glaube, die aktuellen Schlüssel haben wir da alle gemacht. Wir haben jetzt auch ein bisschen Geld. Ich erinnere mich, dass wir im Todesgrader noch eine... Was hat man da? Ein Shop? Irgendein Shop, glaube ich. Da konnte man noch was kaufen. Egal, da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachgucken. Wir gehen jetzt erstmal kurz... zum Todesgrader. Und ich hoffe, im Feuertempel können wir auch nochmal was Schönes absahnen. Das wäre doch nice, Leute. Ich freue mich so, wenn wir im Feuertempel vielleicht mal ein bisschen Glück haben. In letzter Zeit ist ja wieder ein bisschen, naja, nach hinten losgegangen. Wir bräuchten halt für Majora's Mask endlich mal die Magie. Das ist, ja, das ist sehr wichtig, glaube ich. Es ist schon mal geil, dass wir uns jetzt die Zeit selber zurückspulen können, wann wir wollen. Ne? Am ersten Tag wieder anfangen können, wann wir wollen. Das ist schon mal super nützlich. So. Zack. Die Sims-Musik, das ist immer so geil. Du, 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 du. Mir noch ein bisschen Geld bekommen. Guck mal, ein fetter Zwacken. Ba, 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 ba. Herzchen nehmen wir auch mit. Okay. Feuerrüstung müssen wir noch anziehen. In Wassertempel können wir theoretisch auch mal rein. Da fehlt uns halt der Longshot. So. Genau, ich glaube, hier gab es jetzt... Es war irgendein Shop, oder? Ja, genau. Da hatten wir jetzt einmal ein Skuldi-Symbol für 90. Das könnten wir uns kaufen. Und den... Ja, komm, nehmen wir beides mit. Dann ist das hier nämlich auch abgeschlossen. Sehr schön. Dann nehmen wir hinten noch 5 Rubine mit. Oh, das gibt's gar nicht. Nein. Du, 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 du. Und war hier drinnen nicht noch ein Deku, der noch was zu verkaufen hatte für eine Unsumme? War das nicht so? Ich guck nochmal kurz. Hm. Nö. Okay. Da war nur eine Schatzkiste drin. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, rein in den Feuertempel. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Vergesst, was ihr gesehen habt. Wir gucken mal, ob man da vielleicht die ein oder andere Schatzkiste uns stibitzen können. Wir haben immerhin auch 4 Schlüssel im Feuertempel. Und wir haben den Boss-Key schon. Bedeutet, wir können jetzt sofort den Boss machen. Richtig? Ich glaube, das würde ich auch gleich zu Beginn einfach mal machen. Wir haben nämlich alles dafür. Und ja, warum sollte man das nicht machen? Pokémon Heart and Gold. Battle Red. Ja, das passt ja irgendwie, ne? Pass auf, ich räume erstmal hier alles auf, was geht. Oh, geil. Irgendwie eine saugute Musik. Na? Du, du.
Oder wollen wir das später machen hier? Ich meine, da gibt's doch... Ja, da gibt's auch ein paar Schätze zu holen halt, ne? Warte, ich guck hier erstmal rein, weil wir laufen ja im Endeffekt, glaube ich, eine Runde hierher, oder? Boah, die Musik ist ja super. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir laufen halt eine große Runde, aber da gibt's auch eine Skulti. Ba, 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 ba. Bisschen anstrengende Musik, glaube ich, auf Dauer. Aber auch cool. Komm, wir machen es einfach. Wir gehen hier rein. Wir machen es einfach. Let's go. Nein. Ich bin nur ein bisschen Rambo. Ba, 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 ba. Oh Mann. Du, 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 du. So. Ein paar Bodenplatten, die machen mir keine Angst. Du, 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 du. Alter. Zack. Und tschüss. So, der gibt noch mal ein bisschen Kohle, ne? Schöner Zwacken. Komm, Skuldi, du hast was Schönes. Ich glaube an dich. Ah, verdammt. Ja, okay, gut, das war eigentlich ein Missplay, hier reinzugehen. Wir haben jetzt gar nichts gekonnt dafür. Ah, stimmt, und einen Boss gibt's ja auch noch. Hab ich auch schon wieder ganz vergessen. Zack. Ba, 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 ba. Normalerweise ist hier, glaube ich, der Boss-Key, oder? Irre ich mich da gerade? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, das war der. Easy. Ah, eine Schatzkiste gibt's auch noch. Oh, na gut, ein Herzchen. Ah, sogar ein fetter Herzcontainer. Okay. Hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. So, dann machen wir hier die Tür noch auf. Befreien den Goron noch. Der freut sich auch. Ja, okay. War halt eher useless, sag ich mal. Tschüss. Hätte man nicht machen müssen. War jetzt nicht super relevant. Müssen wir mal gucken, wie weit wir dann im Endeffekt noch kommen. Vielleicht können wir die eine oder andere Tür auslassen. So, aber jetzt würde ich sagen, holen wir uns hier die Schatzkisten noch in dem Raum. Und dann, ah, ich glaube, ohne Hoverboots komme ich da gar nicht rüber, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht können wir doch noch nicht den Boss machen. Schade. So, tschüssi, mein Freund. Leider auch nur eine simple Schatzkiste. Ah, schade. Ein Rubin. Naja, da kommen wir, glaube ich, so nicht rüber. Nope, das wird nix. Also, ich feiere die Musik, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch drei Parts noch feiere. Jetzt aktuell ist sie noch geil. Okay, wir kommen hier doch noch nicht weiter, leider. Schauen wir mal. Okay, weiter geht's. Wir haben einen weiteren Schlüssel benutzt. Da hinten brauchen wir gleich direkt den nächsten. Und da gibt es auch nochmal jeweils ein offenes Türchen. So, ist das hier eine Fake-Tür? Nee. Drüben war, glaube ich. Nee, irgendwo gibt es noch Fake-Türen hier, glaube ich, in dem. Ja, aber später. So, oh, da. Das ist eine entscheidende Truhe. Die gibt uns was Gutes.
So, tschüss. Leute, komm, drückt mir die Daumen, dass da mal geiler Stuff drin ist. Carfays Maske. Okay, was können wir damit machen? Wir können uns mit Carfays Maske mit Anju verabreden. Und dann gibt die uns einen Brief, ne? Theoretisch. Also einen random Item gibt die uns. Ja, nicht super krass relevant, würde ich sagen. Aktuell zumindest nicht. Es sei denn, es gibt halt das super geilste Item der Welt. Keine Ahnung. Einen schönen Song oder so, ne? Aber gut. Nehmen wir erstmal so mit. Und ich nehme einen Schluck Kaffee. Eieiei. Die Mucke, ey. So, hier gibt es das Skulti. Und Bodenplatten. So. Ist auch der einzige Tempel, wo es die Bodenplatten gibt, oder? Shit. Kacke. Baba. Ist, glaube ich, auch der ekligste Gegner hier. Ich hasse den. Vom Aussehen her. So, Money. Vielleicht hat ja die Skulti ein geiles. Jawohl! Der hat einfach die Feenklinge. Aha. The Great Fairy Sword, Leute. Geil. Okay, schön. Da haben wir auf jeden Fall schon mal die stärkste Waffe für Majora's Mask. Wo ist sie denn? Ach, hier so. Okay. Ist ganz cool, aber auch nicht relevant, sagen wir mal so, ne? Die bringt uns jetzt auch nicht weiter, diese Klinge. Ist halt nice to have, aber das war's. So, dann gehen wir gleich mal da drüben rein. Aber okay, wir haben zwei relevantere Items bekommen. Schon mal. Besser als nix, ne? Ich meine, wir können dann auch im Waldtempel noch weitermachen. Wir haben überall noch Kleinigkeiten zu tun. Und im Wassertempel, theoretisch. Da könnte man auch bis zum Schattenlink auf jeden Fall vordringen. Ich glaube, ab Schattenlink können wir dann nichts mehr machen. Aber es ist ja schon mal immerhin ein bisschen was. Und da gibt es halt auch super viele Items, Schatzkisten. Und Skultis. Deswegen, ja, können wir auf jeden Fall machen. Wassertempel. Und Feuertempel, ja, müssen wir halt gucken, wie weit wir jetzt kommen. Wir clearen erstmal die Räume alle soweit. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir direkt zum Wassertempel über. Oder zum Waldtempel. Ah, aber Waldtempel können wir halt nicht so viel machen. Kann sein, dass es da noch was gibt, aber... Wir waren da halt auch schon ein bisschen drin, ne? Baba. So, hier muss ich, glaube ich, gar nichts jetzt erstmal weitermachen. Kann ich theoretisch mich gleich hochziehen, richtig? So. Dann bonga mal das Ding hier mal gleich runter. Und gleich hinterher. Und ich glaube, hier ist sofort die nächste Schlüsseltür. Kann das sein? Ja. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Herzteil oder so. Oder ein Container. So, ja, wir müssen einfach nur darüber springen. So, zack.
Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es immer noch gut, die Musik. Aktuell zumindest. Aber ich könnte mir halt echt vorstellen, nach zwei Parts ist das anstrengend. Deswegen ist vielleicht ganz gut, dass wir den Feuertempel nicht an einem Stück machen, sondern so ein bisschen abwechselnd, ne? Perfekt. So, ich hoffe, da ist jetzt nicht die nächste Schlüsseltür. Dann können wir gleich wieder gehen. Aber wäre vielleicht auch ein gutes Partende. Nö. Aber ich glaube, ich werde trotzdem hier den Part beenden, insofern hier kein Stein vorbeirollt. Da können wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen holen, ne? Perfekt. Hier gibt es noch mal ein paar Schatzkisten. Ich glaube, dann hört es aber auch langsam auf. Gut, Leute, ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, schaut auch gerne auf meiner Website vorbei. Da könnt ihr immer schön Nachrichten dalassen, neue Projekte vorschlagen, für Ultimate Trial Strafen vorschlagen und auch die aktuellsten Projekte finden und sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.